Hallo und herzlich willkommen bei Antalya Side Livestream. Ich bin gerade in Side und wir haben heute Samstags und hier hat man immer einen Samstagsbazar. Das ganze Jahr, also 52 Wochen im Jahr, ist hier jeden Samstag Bazar und wir haben jetzt die erste Septemberwoche und wir schauen uns mal an, wie es hier in der ersten Septemberwoche ist. Wir schauen uns ja eigentlich fast jeden Monat einen Bazar an und jetzt die nächsten Monate schauen wir uns auch immer an, wie voll es hier immer ist. Denn es ist immer noch sehr, sehr voll vor Ort und der Bazar ist auch sehr voll und mal sehen, was uns jetzt erwartet. Der Bazar hat hier insgesamt 300 Verkaufsstände und ist auch und hat auch eigentlich alles, was auch der Montagsbazar oder der Donnerstagsbazar hier haben. Das ist hier alles ein bisschen übersichtlicher und das werden wir jetzt auch alles sehen, ne? Ich drehe mal die Kamera. Von hier aus kann man auch gehen. Auf der anderen Seite ist dann auch gleich der Wasserbazar. Man kann auch hier gehen, man kann die Moschee auch besichtigen. Hier sieht man auch Urlauber im Hof der Moschee. Und hier darf man auch, wie gesagt, die Moschee besichtigen. Schaut man nur dort hinten, sieht man schon den Bazar. Dort hinten, direkt da vorne. Und das ist hier die Fatih-Moschee, die schon seit 1993 hier steht. Und so schaut die von innen aus, dass man das mal gesehen hat. Die Fatih-Moschee hier gegenüber vom Samstagsbazar. Und so sieht eine Moschee von innen aus. Ein Gebetshaus der Muslime. Und dann geht es jetzt weiter zum Samstagsbazar, der gleich gegenüber ist. Ja, und wie gesagt, es ist jeden Samstag hier Bazar von morgens um 8 bis 17 Uhr ab 16 Uhr fangen sie an abzubauen. Man kann hier mit dem Bus oder auch mit dem Taxi herfahren. Wenn man jetzt in einen Bus einsteigt, in den Zidebus, der lässt euch an der nächsten Stelle raus, wo der Bazar ist. Also man steigt einfach rein, man sagt Bazar. Oder wenn man an der nächsten Stelle ist, dann sagen sie Samstagsbazar, dann steigen sie dann aus. Und dann geht man ein Stückchen bis zum Bazar. Anders, man steigt in ein Taxi und man sagt, man will zum Samstagsbazar. Und man ist dann auch gleich hier beim Samstagsbazar da, ne? Und dort, wo die Leute stehen, ist das hier der Eingang vom Bazar. Schaut mal, da steht auch oben Samstagsbazar. Und ich sehe gerade, dass es richtig voll ist auf dem Bazar. Wir gehen mal hier rüber. Und schau mal, hier sind richtig viele Leute auf dem Bazar.
Hier sieht man gleich einen Taschenlach. Alles gut bei dir? Ja. Jede Taschen. Saisonschönes Verkauf. Ich habe gemacht so fast umsonst Preis. Was hast du denn? Taschen. Taschen. Ich mach so. Alles. Gestern habe ich gemacht, heute verkaufe. Alles 10 Euro oder ja, was? Alles. Jede Taschen 10 Euro. Jede Tasche. Sieh den Markt. Erster Stand, Taschenstand, mein Stand. Der erste Stand. Ne? Ich heiße Fatih. Fatih Sultan Mehmet Han. Ja, ja. Schau mal, was wir bitte schön. Schauen Sie mal. Wir haben jeden Tag Bazar. Manavgat Bazar, Side Bazar. Donnerstag, Samstag, Montag. Und ich verkaufe jede Tasche 10 Euro, jede Portemonnaie 5 Euro. Das sieht ja wirklich toll aus. Mein Preis, immer so ein Preis. Nicht so verschiedene. Jede Tasche. Nicht so ein Tasche 15, ein Tasche 20, nicht. Jede Tasche ist 10 Euro. Jede Portemonnaie ist 5 Euro. Das ist deine Mama? Da, sie ist meine Mama. Mama zusammen macht ihr das? Ja. Super. Papa Hause schlafen, Mama hier arbeiten. Das ist ja normal. Ja, das ist normal, ja. Immer so, türkische Mama ist so gleich alle. Ja, Vati. Ja. Du hast eine tolle Auswahl, das sieht man. Ne? Ja. Der Vati ist hier gleich beim Eingang vom Bazar. Jede Tasche 10 Euro. Ja. Und jede Geldbörse 5 Euro. Ja. Ne, hier eine tolle Auswahl auch an tollen Marken. Ob Calvin Klein, Gucci, Louis Vuitton, Guess. Sieht man alles hier. Und mein Onkel ist in Istanbul Fabrikermann. So mein Onkel gemacht, so die Taschen. Ich, mein Onkel gebe ist für mich guter Preis. Ich verkaufe immer Fabrikerpreis. Mein Preisgarantie ist ganz billigster Preis hier. Gut an. Ja, dann wünsche ich dir viele Kunden. Ne? Dankeschön, vielen Dank. Und wir sehen uns. Wir schauen mal wieder bei dir vorbei. Ciao. Ciao. Ja, und da hat man hier direkt beim Eingang jede Tasche 10 Euro, Geldbörse 5 Euro bei dem Fati. Und hier sieht man kalte Getränke. Aber es sind ja schon wirklich viele Menschen da und der Bazar hat insgesamt 8 Reihen. Schaut mal, überall sieht man Menschen. Hier sieht man auch einen Schattenplatz. Der gesamte Bazar ist überschattet. Und hier sieht man auch eiskalte Getränke. Und hier ist man dann gegenüber von der Moschee. Das ist der Blick in Richtung Side. Es ist wirklich sehr voll. Wir gehen mal einmal durch. Wird schwierig sein, schnell zu gehen wahrscheinlich teilweise. Wir gehen mal die erste Reihe durch. Und hier auf dem Bazar sieht man Parfum, Unterwäsche, Schal. Viele Menschen. Man sieht, dass hier die Leute auch in Kauflaune sind. Trikots. Also, hier sind auch tolle Trikots. Ein ganzer Stand voller Trikots hier. Einer der vielen Stände. Sieht alles ganz schick aus. Auf dem Bazar. Ahmet abi, nasılsın? Sen das? Noch nicht? Ja, Allah schreibt. Hier sieht man auch viele Mützen. Schaut mal, auch von vielen Marken. Von Lacoste, Louis Vuitton,
Reklamemodell olursa daha iyi olacak abi. Gucci. Und den sieht man jeden Samstag hier, schon seit mehreren Jahren, bei einer der ersten Videos. Und schaut mal hier, auch ganz viele Farben, tolle Strandmützen, Hüte, was man noch empfehlen kann, Fußballmützen, da tolle Strandhüte, schaut mal. Das haben wir alles hier auf dem Bazar. Gleich in der ersten Reihe, ungefähr ganz in der Mitte bei dem netten Herr. Ja, sieht man hier die ganzen Mützen. Immer alles ganz schick sortiert und ganz ordentlich. Auch Kindermützen. Haben wir alles da. Gute Geschäfte wünsche ich dir, ne? Du bist ein ganz netter. Ciao. Ventilator. Auch ganz viel Gürtel. Ja, und so hat der Bazar 8 Reihen, der Samstagsbazar. Ja, und man sieht, dass heute am 7. September um 11.30 Uhr hier der Bazar richtig voll ist. Es sind richtig viele Menschen da. Schaut mal, wir gehen aber mal hier rein, die Reihe. Und schaut mal. Also manchmal muss ich mich wirklich zwischendurch schleichen, weil an den Menschen vorbeischleichen, weil man nicht richtig durchkommt teilweise. Und man sieht, dass man in jeder Reihe viele tolle Sachen hat. Was für die Gäste auch interessant ist. Und man sieht, dass es hier überdacht ist. Dieser Bazar ist überdacht. Also man geht hier im Schatten. Wie gesagt, jede Woche am Samstag ist hier Bazar, egal ob Feiertag, Nationaltag oder egal was sein sollte, der Bazar ist jede Woche hier. Das war die zweite Reihe. Und man kann sich auch nicht verlaufen. Man kommt immer, wenn man in Richtung Hauptstraße geht, bei der Moschee an. Wie gesagt, es sind 8 Reihen mit 300 Verkaufsständen. Das ist ganz übersichtlich. Man verläuft sich hier nicht. Immer nach. Merhaba, teşekkür ederim, sağ ol. Teşekkür ederim, sağ ol. Hier auch wieder Koffer. Große Auswahl bei dem netten Herr. Den sieht man auch jede Woche hier. Man geht auch gerne zu Leuten, die man hier schon länger kennt. Rucksäcke, Taschen bei dem Herr. Sehr schön, Kollege. YouTube hier, schön. Ja, freut mich, freut mich. Den sieht man auch schon seit Jahren hier mit seinem Stand. Also hier kann man noch Koffer, Rucksäcke und Taschen bei dem Verkäufer. Ich wünsche dir gute Geschäfte, viel Spaß. Ne? Eine große Auswahl an Koffern hat man hier auch. Na, jetzt wird es aber
gerade heiß. Wir haben heute und morgen noch sehr heiß. Also heute und morgen noch 35 Grad und ab Montag wird es angenehm. Ab Montag sind es zwischen 29 und 30 Grad für die nächsten 10 Tage dran. Also es wird angenehm hier bei uns. Nicht mehr so heiß. Man sieht sehr viel Deutsche mittlerweile vor Ort. September, Oktober, November sind auch mehr die Reisemonate, wo die Deutschen reisen. Hier in unsere Region. Und der Herbst. Und die Sommerferien sind bei euch jetzt auch vorbei. Und jetzt sind wir hier wieder am anderen Ende angekommen. Jetzt haben wir uns hier die dritte Reihe haben wir uns angeschaut. Jetzt sind wir ungefähr bis zur Hälfte gekommen. Aber hier gibt es auch Platz, wo man was essen und trinken kann, eine Pause machen kann. Die Reihe ist besonders voll hier, die Mitte. Das hat sicherlich damit zu tun, weil es die Reihe ist, wo der Bazar anfängt. Das ist die Reihe, wo der anfängt, der Bazar. Deswegen ist es hier sicherlich auch am vollsten gerade. Die Leute kommen in den Bazar rein und gehen dann immer geradeaus. Und vergiss auch nicht, das Video zu teilen, um vielen Leuten zu zeigen, was einen erwartet, wenn man hier auf dem Samstagsbazar nach Side kommt. Also die nächsten 4 Wochen ändert sich hier nichts vom Publikum oder vom Klima her bis zu den Herbstferien. Hallo liebe Gäste, schöne Grüße aus dem. Wir sind wieder da für euch. Hallo liebe Gäste, schöne Grüße aus Türkei. Wir sind da für euch. Wir warten auf euch hier unserer Bazar zum schönen Einkaufen. Und wir sind da für euch. Wir haben auch große Auswahl. Sie können Ruhe schauen. Elektronisch, Lautsprecher, Kopfhörer, AirPods, Handyhülle und dann Kopfhörer, Smartwatch. Wir haben auch Apple Watch. Große Auswahl. Wir haben beim elektronisch und Sonnenbrille. Du bist jede Woche hier, ne? Wir sind jede Woche. Da machen sie mal Leute Fehler. Bitte nicht vergessen, wir haben in einer Woche 3 Bazar. Montag, Donnerstag und Samstag. Sie müssen das wissen. Und Sie können überall von jedem Ort mit Bus hierher gerne kommen. Wir werden immer für euch da sein. Und er ist auch guter Mann, ich muss das sagen. Er hat auch ganz viel Fun. Und wie gesagt, aber im Bazar, Sie müssen das auch noch wissen. Im Bazar natürlich einkaufen, noch günstiger als Normalgeschäfte. Ins Geschäfte, es gibt Miete. Leute haben 20.000, 30.000 Euro Miete ins ganze Jahre. Aber im Bazar, wir vermieten von Rathaus. Natürlich hier günstig, natürlich wir können auch günstig verkaufen. Und Qualität sind auch, stimmt, ich kann sagen, fast alle Sachen sind 1 zu 1 wie original, gibt es keinen Unterschied. Wirklich, in den letzten 2 Jahren, in den letzten 3 Jahren, wir haben wirklich ganz gute Qualität, Auswahl, wir haben ganz gute Sachen. Und Preise sind auch natürlich günstig. Ich kann das Einkaufen in unserem Bazar gerne empfehlen. Und das vergessen Sie mit denen nicht, wir haben da große Probleme. Leute, kommen Sie hierher immer mit 20 Kilo voll Koffer. Bitte bringen Sie hier eure Koffer ein bisschen mit Platz. Machen Sie eure Koffer nicht in Deutschland voll, weil es gibt hier so viel schöne Auswahl zum Einkaufen.
Leute, kommen Sie hierher in unserem Bazar, sehen Sie so viele schöne Sachen und Leute möchten sie einkaufen, aber im Koffer, sie haben keinen Platz. Bitte nicht vergessen, bringen Sie eure Koffer mit wenig Kilo hierher, dass du wenigstens einkaufen kannst. Deshalb. Und bleiben Sie gesund. Wir werden immer da sein für euch und hoffentlich wir sehen uns und hoffentlich unsere Saison, unser Tourismus läuft weiter und alles Gute für euch. Aber ich wünsche dir auch einen schönen Tag. Ich danke dir, ne? Und wünsche dir gute Geschäfte. Du bist jede Woche hier. Wir sind immer hier. Jede Woche wir haben drei Bazar. Montag, Donnerstag und Samstag. Okay. Gute Geschäfte. Aber danke schön. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao. Schönen Tag. Vorgestern hatten wir. Ja, wenn man halt öfter auf dem Bazar ist, dann kennt man auch schon den einen oder anderen Stand und die sind auch wirklich sehr nett und freundlich. Hier auf dem Bazar. Ja, und jetzt sind wir hier wieder da, wo wir reingekommen sind in den Bazar. Das ist hier der Haupteingang vom Bazar. Und hier sind wir reingekommen. Ja. Wir gehen mal noch die Reihe hier durch. Und hier sind wir noch eine kleine außergewöhnliche, tolle Fruchtmischung. Grapefruit, Banane, Feigen, die Fruchtdächer hier. Das sieht ja lecker aus. Ananas ist auch vorhanden. Erdbeeren, Feigen. Ja, und man sieht, dass es hier in jeder Reihe sehr voll ist. Sehr gut besucht. Dann mache ich so aus. Ich mache es bald. Normal. Ja, man sieht, dass wir hier auch jetzt in der Reihe bis zur letzten Reihe gekommen sind. Und hier der Verkaufsstand hat hier das ganze Haus voll. Und jetzt sind wir hier in der vorletzten Reihe angekommen. Hier sieht es ja auch immer noch sehr, sehr voll aus. Schaut mal, das ist ja richtig voll da. Wir gehen jetzt hier in die vorletzte Verkaufsreihe. Also die sind alle eigentlich ganz gleich, ganz identisch. Hier auf dem Samstagsbazar in Chile. Hier sind noch tolle Rucksäcke und vielen tollen Marken.
Und jetzt sind wir die vorletzte Reihe auch durchgekommen. Und jetzt sind noch viele Schuhe. Und schaut mal, es sind wirklich sehr viele Menschen da. Und jetzt gehen wir hier in die letzte Reihe. Das ist die letzte Reihe, die es hier gibt. Auf dem Samstagsbazar in Side. Also man sieht überall Menschen. Auch in der letzten Reihe. Wir gehen hier einmal durch. Und wir schauen uns an, was es auch in der Reihe gibt. Also viel muss man auch nicht erzählen, man kann es hier alles sehen, wie das hier alles überdacht ist, wie das alles vorbereitet ist. Das ganze Flair, die ganzen Verkaufsstände, das hat schon hier alles seinen eigenen Charme. Auf dem kleinen, aber feinen Bazar am Samstag gegenüber von der Moschee. So, und somit sind wir jetzt auch die letzte Reihe gegangen hier auf Samstagsbazar. Das war die letzte Reihe. Und wir können hier außen rum bis zur ersten Reihe wieder gehen. Und dann haben wir uns heute den gesamten Bazar angeschaut hier am Samstag. Die ganzen Reihen hier sind wir durchgegangen. Und hier scheint es einer Familie sehr heiß zu sein. Das sind die Engländer. Die fallen ja mal auf, egal wo die sind. Ob auf dem Bazar, ob im Hotel, ob in den Restaurants, ob auf den Straßen. Die fallen überall auf die Engländer. Bayağı rüzgar vardı. Ja, und dann sind wir heute durch den ganzen Bazar gegangen. Ja, und das war dann der gesamte Samstagsbazar von Side. Hallo, auch eine Familie, die mich kennt. Und wer Hunger bekommen hat, kann ja auch was essen. Das ist ein Metzger mit Grill nebenan. Das schmeckt ja auch sehr gut. Okay, sir.
Ja, und wie gesagt, jeden Samstag ist hier Bazar von 8 bis 16 Uhr. Da fangen sie an abzubauen. Hier gegenüber von der grünen Moschee. Genau hier ist der Bazar. Die Anfahrt, man steigt in den Sidebus und die lassen die Leute da raus, wo es dann am nächsten ist, zum Samstagsbazar. Oder man steigt in ein Taxi und der fährt dann hier direkt bis zum Samstagsbazar. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich danke euch alle fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Teilen und fürs Kommentieren. Ich sage dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.